Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Tutorial, wie funktioniert dieser Refertilizer, den neuen Dünger, den es gibt, den ihr benutzen könnt, um Ressourcen neu spawnen zu lassen, auch in und um eure Base rum. Und zwar braucht ihr dafür 40 Skillpunkte, die ihr verteilen müsst, und dann könnt ihr den direkt hier im Inventar craften, also ihr braucht keinen Tisch oder irgendwas dafür. Ihr braucht allerdings diverse Materialien, wie ihr seht, unter anderem diese seltenen Blumen, seltenen Pilze, ein bisschen Spark Powder, normalen Dünger und Öl. Ich habe mir das jetzt alles mal besorgt und werde hier jetzt mal 10 Stück von craften, damit wir nachher sehen, was der genau bringt. Pack den jetzt mal hier in den Quickslot und guck, wo man den am besten einsetzen kann. So, ich habe jetzt 10 Stück davon gecraftet und wie ihr seht, hier ist jetzt eigentlich gar nichts. Und wenn ich den jetzt so einsetze, zapp, steht hier direkt eine Palme. Und es wachsen auch rundherum Büsche wieder. Das geht dann ein Zeitchen. Da werden allerdings noch mehr kommen. Wenn ihr die allerdings mal abgefarmt habt, dann müsst ihr im Prinzip wieder neu düngen. Im Moment ist es auch so, dass ihr den ein bisschen, wie soll ich sagen, zum Trollen und so einsetzen könnt, weil die noch nicht von Gebäuden einen Mindestabstand haben. Ich nehme aber an, das wird noch kommen. Also wenn ihr jetzt guckt, stehe ich hier zu diesem Haus hin und Dünge hier und dann steht da ein kompletter Wald im Haus drin. Das ist für den Preis eigentlich ganz angenehm, weil ihr könnt dann in eurer Base drin Felder anpflanzen. Ich zeige euch das hier mal. Wo ihr dann euren Affen im Prinzip im geschützten Bereich Fiber sammeln lassen könnt. Ohne dass ihr den irgendwie in die Wildnis rausschicken müsst. Also wie ihr seht, hier bei uns wachsen diverse Bäume und Büsche in der Base drin, wo unsere Affen dann dementsprechend sammeln könnt. Ihr könnt also so die Innenfläche eurer Base begrünen. Dann stellt sich natürlich auch die Frage, kann ich damit wertvollere Materialien als Holz und Fiber wieder spawnen lassen? Zwar wollte ich das jetzt hier mal testen, ich das Metall hier abbauen, weil es ist so, dass Steine spawnen wieder. Da kann euch auch passieren, dass ihr euch damit dann selber in einem Stein einschließt. Jetzt gucken wir doch gleich noch, ob das für Eisen auch gilt. Wenn ich das hier abgebaut habe, müsste ich jetzt, wenn ich hier den Dünger streue, wächst kein Eisen nach, wie ihr seht. Also ihr könnt damit nicht die Berge abfarmen, indem ihr einfach den Dünger streut und den gleichen Eisenstein wieder abfarmt. Also auf den Bergen funktioniert das so in dem Sinne nicht. Eine weitere Frage, die sich natürlich stellt, ist, kann ich das Zeug auch unter Wasser einsetzen? Dafür baue ich jetzt mal dieses Ölvorkommen hier ab. Gucken, ob das was bringt. Und wie ihr seht, ich kann den hier so unter Wasser als Person nicht einsetzen. Wenn ich aber mich auf dem Hai befinde, kriege ich die Anzeige, dass ich den brauchen kann. Allerdings passiert auch dann unter Wasser nichts, wie ihr seht. Also auch unter Wasser ist der Dünger noch nicht zu gebrauchen. Das heißt, im Moment kann man ihn vorwiegend dafür einsetzen, seine Base zu begrünen und den Affen einen sicheren Sammelplatz zu geben. Durch das ist der Status Quo noch relativ teuer, weil, wie gesagt, ihr braucht dazu diese Blumen und diese Pilze. Die Pilze kriegt ihr aus den Kristallen, welche ihr in Höhlen, Unterwasserhöhlen oder auf Bergspitzen findet. Und die Blumen kriegt ihr von speziellen Büschen, welche sich vorwiegend um den Vulkan, respektive auch beim roten
Ark befinden. Von dem her, da könnt ihr die einsammeln. Am besten mit einem Pflanzenfresser, der gut abfarmen kann, wie zum Beispiel einem Mammut optimalerweise oder einem Ankylosaurus oder so. Dann solltet ihr da relativ schnell welche bekommen. Also auch das ist nicht so ein Problem. Den Rest, den ihr braucht, wie Öl und so, ist ja bekannt, wo man das findet. In der Base drin würde ich ihn einsetzen, wenn es geht. Also wenn ihr jetzt hier so guckt. Und zapp, haben wir wieder einen Busch stehen. Ihr könnt das nicht benutzen, um über Wände reinzukommen oder so, weil die Steine eben da nicht spawnen. Das Einzige, was ihr machen könnt, damit ist eben, ihr könnt eure oder andere Basen mit Grünwald zuspawnen. Damit das Ganze auch ein bisschen nach was aussieht. Ihr seht eben, es spawnen auch Steine, aber das kommt halt drauf an, was vorher da stand. Also es wird halt das nachgespawnt, was vorher da stand, respektive was zum Ding passt. Das ist gerade gut, dass das mir das jetzt passiert ist. Wie ihr seht, kann es euch passieren, weil es noch ein bisschen buggy ist, dass ihr dann einen Stein habt, der direkt in euch spawnt. Das ist allerdings die größte Gefahr, die im Moment da ist. So. Das war mein kleines Tutorial zu was kann der Refertilizer, wie stellt ihr ihn her, wo könnt ihr ihn einsetzen. Ich hoffe, das hat euch was gebracht und euch weitergeholfen und viel Spaß beim Begrünen eurer Anlagen und bis zum nächsten Mal. Uka chaka, uka, 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 uka.